Hallo und herzlich willkommen zu Impossible Creatures PvP. Ich kommentiere für euch heute ein Spiel, das ich gestern im 1 gegen 1 gegen Marmalade gespielt habe. Der ist ja schon mal bei uns im Video aufgetaucht. Und ihr werdet sehen, wie ich das erste Mal einen Level 1 Rush anwende. Normalerweise überspringt man ja Level 1 kreaturentechnisch und versucht einfach nur so schnell wie möglich, beziehungsweise mit einer guten Wirtschaft auf Stufe 2 zu kommen. Aber genau deswegen kann man manchmal den Gegner damit überraschen. Mit den schwachen Level 1 Kreaturen. Man braucht dann halt eine große Anzahl. Das Problem mit den Stufe 1 Kreaturen ist eben, dass die Arbeiter die schon ganz gut wegkloppen können. Oder man halt einen Turm baut und die sind am Arsch. Aber wenn man halt eine gewisse kritische Masse von Fernkämpfern, vor allem bei denen funktioniert es gut, eine kritische Masse hat, dann kann man den Gegner da überrumpeln. Der erste Fehler, den ich jetzt gemacht habe, ist nur einen Arbeiter loszuschicken. Ich hätte zwei schicken sollen, damit es ganz schnell gebaut wird. Und ich habe es dann auch gemerkt und einen zweiten hinterher geschickt. Wäre natürlich besser gewesen, wäre er von Anfang an dabei gewesen. Die Wirtschaft muss man hier bei, glaube ich zumindest, anders habe ich es nicht hinbekommen, ein Stück weit vernachlässigen. Und ihr seht jetzt, ich baue die ersten Kreaturen. Und die sind sehr schnell draußen. Das liegt daran, dass die mit der Spitting Spider, heißt die auf Englisch, also irgendeine Spinne, die was spuckt, ich weiß nicht, wie der korrekte englische Name ist. Genau, mit dem Lemming und der spuckenden Spinne ist die Kreatur erschaffen. Und der Lemming hat den Vorteil, dass er die Fähigkeit Overpopulation besitzt, also Überpopulation. Das heißt, er wird sehr viel schneller kommt sehr viel schneller aus dem Kreaturengebäude raus. Wodurch man eben sehr gut so eine Überraschungsattacke starten kann und schnell auf eine kritische Masse kommt. Ich habe aber, glaube ich, auch ein bisschen zu früh reingestartet. Beziehungsweise, ich habe zu spät reingestartet und ich hätte aber mehr Kreaturen schon gebraucht. Der Gegner hat nämlich Level 2 schon erreicht und hat es geschafft, Kreaturen rauszukriegen. Vielleicht hätte ich es schaffen können, zu verhindern, dass er die Creature Chamber fertigstellen kann. Auf Deutsch heißt es Terra Tank, also das Kreaturengebäude. Und hier seht ihr jetzt, er hat sogar mit den Arbeitern noch mit drauf geklopft. Aber wir haben eine Menge Schaden gemacht. Das Problem ist nur, dass meine Wirtschaft sehr gelitten hat. Ich hatte nur die ganze Zeit die paar Leute hier am Kohle abbauen und ich habe auch lange Zeit keine Arbeiter hergestellt. Jetzt spreng ich da vorne den Terra-Tank. Einfach nur, damit ich die Ressourcen zurückkriege, weil ich denke mir, da vorne ist er eh verloren. Der wird den gleich zerstören mit seinen Kreaturen, sobald er aus dem Haus geht. Jetzt gehe ich gehe noch nicht Stufe 2. Ich habe viel zu wenig Ressourcen. Produziere jetzt aber endlich mal ein paar Arbeiter. Das war auch ein Fehler, denke ich. Ich hätte mehr versuchen müssen, noch die Gehilfenproduktion besser aufrechtzuerhalten gleichzeitig. Da muss ich noch einen Bogen ein bisschen besser rauskriegen vom Timing her. Aber beim Üben gegen den Computergegner hat es auch irgendwie besser geklappt, muss ich sagen. Ich weiß nicht genau, was ich anders gemacht habe. Vielleicht muss ich die Gehilfen erst länger Kohle sammeln lassen, bevor ich einen Elektrizitätsturm baue und einen direkt losschicken zum zwei direkt losschicken zum Bauen von dem Terra-Tank. Ich weiß es nicht, muss ich noch ein bisschen mit rumprobieren. Weil jetzt, wir sind nicht mal Stufe 2, glaube ich. Nee, doch, jetzt sind wir Stufe 2. Und er hat schon so eine Armee da. Ist die Sache eigentlich gelaufen? Ich versuche jetzt einfach noch die zwei zu retten oder drei da oben. Und mit Türmen das Ganze abzuwehren. Aber das ist eigentlich schon... Also ja. Der Drops ist gelutscht. Er hat jetzt die kritische Masse an Fernkämpfern und die sind eben deutlich stärker als meine Stufe 1 Kreaturen vorhin. Und alles, was ich jetzt rausbringen kann, einzelne Kreaturen,
Die werden nichts machen. Ich habe auch auf Stufe 2 keine Artillerieeinheiten, die die Fernkämpfer kontern würden. Also ja, da call ich dann auch das GG. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Heute war es wirklich ein sehr kurzes Video. Aber ihr könnt euch weiterhin auf mehr Impossible Creatures Content freuen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.